Herr Reil, Sie waren 22 Jahre in der SPD. Heute haben Sie in Ihrer Rede gesagt, dass das nicht mehr die Partei ist, die Arbeitnehmerinteressen vertritt. Warum ist es so? Also sogar 26 Jahre. Und es ist so, weil das ist, was wir wahrnehmen. Also die SPD kümmert sich einfach nicht mehr um ihre Leute. Die hat den Bezug zu denen verloren und ihre Funktionäre sprechen auch nicht mehr die Sprache. Wir haben ein Establishment in der SPD, die nie mal locht haben. Und deswegen verstehen die auch nicht die Menschen, die Nöte, die Probleme der einfachen Menschen. Also das SPD-Establishment hat sich völlig von ihren eigenen Leuten, von ihrer Klientel entfernt. Und Sie sind ja aus Nordrhein-Westfalen. Merken es da die Bürger auch, dass die AfD die Partei ist, die den gesunden Menschenverstand anspricht und die auch die Interessen der arbeitnehmenden Bevölkerung vertritt? Also die Bürger sind unheimlich interessiert. Und wir stoßen da offene Türen ein, im Prinzip. Also die sind interessiert und die sind ja auch verzweifelt. Die fühlen sich einfach nur massiv enttäuscht von der Partei, der sie im Prinzip ihr Leben lang ihre Stimme gegeben haben, von der SPD. Also extrem enttäuscht. Allerdings muss ich auch ehrlich sagen, jetzt sind viele Menschen skeptisch. Sind viele Menschen skeptisch, die fragen sich, ist diese Partei nicht wirklich rechtsradikal? Weil der eine ja mal dat quasselt und der andere quatscht mal dat. Hey, wo will diese Partei wirklich hin? Und ich höre oft den Spruch, Guido, das alles, die Themen, die du ansprichst, die sind alle richtig, deine Kritik ist richtig, aber ob die AfD da wirklich die richtige Wahl war, da haben wir Sorgen. Und diese Sorgen, diese Berührungsängste, die müssen wir den Menschen nehmen. Und meine Aufgabe ist es eigentlich, und das verstehe ich auch als meine Aufgabe, die Entdämonisierung der AfD zu betreiben. Den Menschen einfach zu zeigen, hör mal, wir sind die Netten, wir sind die Bodenständigen. Uns kann man wählen. Wir sind Menschen mit Familien, mit Hobbys, die im Leben stehen. Und wir sind ganz bestimmt keine Nazis. Die Probleme kommen auch sehr stark von den Medien. Deswegen fordert die AfD ja auch die Abschaffung der Rundfunkgebühr. Sehen Sie, dass da auch eine Steuerung ist, dass die AfD da auch schlecht gemacht werden soll von diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon sehr, sehr deutlich. Also ich muss ehrlich sagen, mit mir ist in der Vergangenheit sehr fair umgegangen worden. Das führe ich aber auch durch meine Vita darauf zurück und dass man bei mir eben, naja, ein bisschen Rücksicht nimmt. Aber auf die allermeisten wird hart draufgehauen und viele wurden auch unfair behandelt, das muss man wirklich sagen. Man kann Dinge anders darstellen und man kann jedes Interview so zurechtschneiden, dass jemand schlecht aussieht. Das ist ganz normales Tagesgeschäft, das wissen wir. Und leider ist die AfD dann oft so ergangen. Nun haben Sie auch selber ein Buch geschrieben und Sie als ehemaliger SPDler, dem man es ja abnimmt, dass er ein sozial denkender und handelnder Mensch ist, auch Ihr Buch wird nicht im deutschen Buchhandel vertrieben. Warum? Ja, ist eine gute Frage. Das hat schon ein bisschen was von Zensur. Finde ich sehr, sehr merkwürdig. Also viele meiner Freunde haben versucht, es zu kaufen. Völlig unmöglich. Es geht also wirklich nur über das Internet, über Amazon und es geht über die junge Freiheit jetzt. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Aber auch das ist sehr, sehr traurig, dass sich mit diesen Buchern in keiner Weise auseinandergesetzt wird. Dass das wenigstens mal einer zerreißt, aber noch nicht mal das. Man berichtet einfach gar nichts drüber. Es gab in der lokalen Presse einen kurzen Bericht, wo auch in erster Linie dann mein Verleger schlecht dargestellt wurde, weil das eben nur ein kleiner Verlag ist und weil er eher Sachbücher geschrieben hat. Aber über die Inhalte, die haben da überhaupt keine Rolle gespielt und mit denen beschäftigt sich keiner. Und ich hoffe sehr, dass sich das bald ändert, dass da wirklich mal einer reinguckt und dass die Menschen das Gefühl dafür kriegen, was ich eigentlich sagen wollte. Sie haben die Partei der Grünen als Arbeitsplatzvernichtungspartei bezeichnet, auch gerade im Energiebereich. Sie arbeiten ja auch selber in dem Bereich. Was werden da für Fehler gemacht? Also es werden einfach viel zu viele Auflagen gemacht. Also ich finde, die Grünen waren eine Partei, die zu ihrer Zeit unheimlich wichtig war. Also was wir in den 50ern, 60ern und 70ern für Umweltsünden begangen haben, das war haarsträubend. Also ich kenne noch eine Zeit, da hat man den Ölwechsel am Bordstein gemacht. Da ist man schräg draufgefahren über dem Gulli und hat das abgelassen. Ne? Das war in den 70ern eine relativ geläufige Praxis. So, und da ein gesundes Gefühl für zu entwickeln, was man dieser Umwelt, die ja letztendlich sehr, sehr wichtig für uns Menschen ist, ne, davon leben wir, dass man anständig mit der umgeht, das ist wichtig. Also die hatte mal eine wichtige Aufgabe, hat aber jetzt völlig überdreht, weil im Prinzip ist da nichts mehr zu retten. Und diese ganzen Horrorszenarien, die da aufgestellt wurden, also die Grünen agieren ja wie eine Sekte. Die verkünden im Prinzip ständig den Weltuntergang und freuen sich dann, dass die Welt nicht untergeht. Also da gewinnt jede Sekte immer mit. Zuerst haben sie das Waldsterben prognostiziert, der Wald ist nicht gestorben. So, dann war das Ozonloch, das geht gerade zu. Und jetzt ist der Klimawandel, der mit Verlaub gesagt sehr umstritten ist. Und vor allem die Folgen und wie er sich denn auswirkt. Also ist ein sehr, sehr umstrittenes Thema. Jetzt sind Sie ja auch sehr firm in dem Bereich Kohleenergie. Sollte das weiterlaufen? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin Bergmann und ich nehme für mich selbst in Anspruch, die Wahrheit zu sagen und die Realität zu übernehmen.
Bergbau, Steinkohlenbergbau in Deutschland macht tatsächlich keinen Sinn. Wir sind zu tief, wir haben 150 Jahre exzessiv Bergbau betrieben, also wir betreiben Bergbau in der Tiefe. Da wird in Südafrika Gold und Diamanten gefördert. Also aus geologischen Gründen macht es tatsächlich keinen Sinn. Aber die Verstromung von Kohle, die macht absolut Sinn. Und 2005, das war nicht die Steinzeit, da hat die SPD in Nordrhein-Westfalen ganz klipp und klar gesagt, wir setzen in die Zukunft auf Steinkohlenbergwerke, Kraftwerke. Und wir haben da massiv den Bau von Steinkohlenkraftwerken beschlossen. Eins davon steht heute in Datteln. Das hat 1,2 Milliarden gekostet. Und ob das ans Netz geht, ist bis heute nicht ganz wirklich klar. Nee. Also da wurden Dinge betrieben, die einfach nur der Wahnsinn sind. Deutschland hat in Sachen Energiesicherheit den Standard von einem dritten Weltland. Also ein Großkonzern, der kann besser in Kolumbien in Kraftwerke investieren wie in Deutschland, weil hier alle 3 Jahre andere Regeln herrschen. Also dass die großen Energiekonzerne jetzt zum Beispiel gegen die Bundesregierung klagen, wegen dem Energieausstieg, den Atomausstieg, ja, das ist doch völlig normal. Man kann auch nicht innerhalb von 1,5 Jahren so seine Meinung ändern, wenn Unternehmen investieren in Energie und Technik und Arbeitsplätze. Sie haben auch die EU-Politik angesprochen, dass Griechenland am besten in einen Staatsbankrott gehen sollte und dann von vorne anfangen. Ja, genau. Glauben Sie, dass man das politisch durchsetzen kann? Ja, die AfD ja leider nicht, wenn sie 7% hat. Aber ich sehe einfach, es wird auf Dauer so kommen. Und da werden sich auch die etablierten Parteien nicht vor verwehren können. Denn ich habe es ja gerade gesagt, da werden gerade Raten bezahlt mit neuen Schulden. Das würden Sie privat nicht tun, das würde ich nicht tun. Da würde uns jeder für völlig bekloppt halten. Wenn die EU das für Griechenland tut, ist das normal und wir wundern uns da noch nicht mal drüber. Also mit gesundem Menschenverstand hat das nichts zu tun. Griechenland wird pleite gehen. Irgendwann müssen wir den Schritt machen. Und je eher es ist, je besser ist es. Wir haben schon 10 Jahre verschenkt und unheimlich viel Geld. Man könnte, wenn man Ihre Rede so anhört, über eine halbe Stunde frei gehalten. Man merkt, Sie haben die, es kommt von innen heraus, Überzeugung. Solche Reden wären im Bundestag eigentlich wichtig. Wie sieht es aus? Kann man Guido Reil möglicherweise irgendwann mal im Bundestag sehen? Sie sind, glaube ich, Direktkandidat in Essen. Ne? Also ich bin noch relativ jung für einen Politiker noch relativ jung. Und irgendwann wird mal eine Wahl kommen, wo ich auch in einem Parlament sitzen werde. Das wird jetzt nicht die Bundestagswahl sein, weil ich bin Direktkandidat. Und bei meinem Sinn für Realität, das Mandat werde ich nicht holen. Ich werde ein sehr gutes, beachtliches Ergebnis holen, genau wie bei der Landtagswahl. Da habe ich das beste Ergebnis bei den Erststimmen in ganz NRW geholt. In meinem Wahlkreis über 20% teilweise in Stadtteilen. Und das Bundestagswahlergebnis, denke ich mal, wird noch besser werden. Und dann kamen auch schon Töne hier, dass Sie in den Bundesvorstand sollten. Wäre sicherlich eine Bereicherung. Stehen Sie auch dafür zur Verfügung? Also grundsätzlich bin ich hier angetreten, um was zu verändern. Und das kann ich auch nicht nur, indem ich schöne Reden halte, sondern irgendwann muss ich auch mal in Verantwortung kommen und diese Verantwortung übernehmen wollen. Und ich bin bereit dazu. Wunderbar. Viel Erfolg dazu. Danke.